Moin, hier ist der Angelus. Es geht weiter mit Cyberpunk Phantom Liberty. Ich bin hier in Dogtown. Es ist ein Hundewetter in Dogtown. Es regnet. Und ja, das mit diesen runtergekommenen Stadtviertel sieht nochmal doppelt deprimierend aus mit dem Wetter. Okay. So, heute geht es wahrscheinlich raus in die Stadt, dass wir uns da ein bisschen umsehen können. Denn wir müssen zu Capitan Galliente. Das ist so ein Café oder Location. Lucrezia My Reflection, die Quest, wo wir den Undercover-Agenten der Präsidentin treffen sollen. Da bin ich mal gespannt drauf. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück zu Let's Play. Vielen, vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Und bevor ich rausgehe, möchte ich aber gerne noch die Gesprächsoption mit der Präsidentin machen, um sie auch ein bisschen besser kennenzulernen. Denn wir wissen ja im Moment überhaupt noch gar nichts, was hier abgeht. Weil wir ja auch irgendwie in diese Situation mehr oder weniger hereingeworfen worden. Und deswegen werde ich da nochmal die Gesprächsoptionen alle durchgehen. Denn noch wissen wir nicht, wem wir hier am besten trauen können. Songbird macht einen netten Eindruck, aber auch irgendwie mysteriös. Und jetzt ist sie verschwunden und weiß nicht, was mit ihr los ist. Und die Präsidentin, da bin ich auch noch skeptisch, ob wir die trauen können. Die verfolgt natürlich auch erstmal ihre eigenen Ziele und will natürlich auch ihre eigene Karriere und Arsch retten, also deswegen schauen wir mal. Wir haben jetzt einen Computer hier für uns. Wahrscheinlich für unsere E-Mails und so, ne? Was kommt? Werbung. Autofixer. Okay. Nur Werbung? Achso, das sind glaube ich auch neue, sodass wir da auch die neuen Autoangebote kaufen können. Ist glaube ich auch mit dem neuen Update gekommen, oder? Ich weiß nicht genau. Okay. Das sind alles nur Autohändler. Naja, ich habe ja die Karre von Johnny. Warte mal, oh, guck mal. Hier ist noch ein anderer Porsche. Porsche 911 Turbo Cabrio 930. 73.000. Als Cabrio-Version. Auch nett. Motorrad wäre eigentlich auch mal ganz interessant. Die waren früher echt nicht so geil zu steuern. Vielleicht hat sich da auch was verbessert. Müsste ich mal testen. Oder hier sowas. Weiß ich nicht. Muss mal schauen, ob ich mir da mal ein neues Auto gönne. Hey, der sieht aus wie ein Bugatti. Ist aber keiner. Okay, dann quatschen wir jetzt mit der Präsidentin. Gott, wie laut dieser Generator ist, ey. Warte mal, ist da jetzt hier noch Geld? Das da vorne ist Kleidung, oder? Stiefel. Nee, brauche ich nicht. Oder warte, ist das was zum Verkaufen dabei? Wie viel wert ist das? Lohnt sich nicht. Okay. Dann setzen wir uns hier mal. Fragerunde für die Präsidentin. In Episode 6. Können wir Reed vertrauen? Das ist der Doppelagent? Also, dieser Reed. Können wir ihm vertrauen? 7 Jahre sind eine lange Zeit. Lang genug, um sich zu ändern. Ja, eben. Meinst du? Könnte sein. Aber vielleicht ist es auch genau andersrum. 7 Jahre lang ein Schläfer. Andere wären schon längst abgehauen. Aber nicht Reed. Tja, aber vielleicht hat er hier irgendwas am Laufen und ist deswegen nicht abgehauen. Weil er hier ganz gut leben kann oder so, wer weiß. Woher kennst du denn Songbird? Woher kennst du Somi? Nun ja, sie ist bei mir eingebrochen. Was? Ach was. Also in eine Militech-Datenfestung. Wir konnten ihr Signal gerade noch orten. Eigentlich hätte sie sterben sollen, aber es wäre doch jammerschade um all das Talent. Stattdessen erhielt sie die Chance, Geschichte zu schreiben. Reed erkannte ihr Talent sofort. Und natürlich hatte er recht. Okay, deswegen habt ihr sie dann eingestellt. Glaubst du, dass Arasaka irgendwas plant? Ich denke, nach dem Crash ist Militech ganz sicher auf der Suche nach dir, wodurch Arasaka freie Hand hat. Mag sein, aber ich bin erstmal Schrödingers Präsidentin. Vielleicht tot, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Beide Seiten bereiten sich bestimmt auf beide Szenarien vor. Heißt, alles ist genauso wie immer. Okay. Deswegen will sie sich ja auch nicht an die Öffentlichkeit begeben, dass sie da hier am Leben ist und so weiter, ne? Anscheinend passt man als Veteran nicht mehr ins System. Hast du jemals an die Veteranen aus deinen Kriegen gedacht? Die meisten landen bei den Nomaden.
bin echt schon vielen von ihnen begegnet. Stimmt, stimmt. Veteranen wissen doch genau. Freiheit, die weite Straße. Alles leere Worte. Problem ist, ihr lasst ihnen keine Wahl. Hm. Das verstehe ich. Ich weiß, dass viele ehemalige Soldatinnen und Soldaten denken, dass wir sie nicht mehr haben wollen. Aber wir reichen ihnen unsere Hand auf ganz unterschiedliche Arten. Sie müssen sie einfach nur ergreifen. Wenn das so einfach wäre, da haben wir andere Erfahrungen gemacht, als wir bei Panam unterwegs waren mit ihren Leuten, wo viele von den Veteranen ja auch leben in den Nomadensiedlungen. Okay. Dachte, dass da kommen noch wichtigere Sachen, aber das waren erstmal die paar Gesprächsoptionen, die man hatte. Wasserrohre? Wilde Konstruktion. So, und hier auch eine neue Quest bekommen wegen den Graffitis hier in Dogtown. Da gibt es 4 Stück. Die Quest, die ich habe, soll ich alle finden? Also fehlen mir noch 3, aber 2 werden mir sogar noch angezeigt auf der Karte. Und da wird das, glaube ich, nicht so schwierig sein, die zu finden. Hey. Hey. Gut, dass du diesen Fascho-Eid nicht geschworen hast. Ach ja. Manche Sachen sind es wert, ihnen sein Leben zu widmen. Ja. Aber nicht das. Finde ich auch. Das war auch mein Gedanke. Ich dachte, wenn ich da diesen Eid schwöre, dass die Präsidentin dann irgendwann nochmal kommt und irgendwie mir, ja... Komm, wir hauen ab. ...das gegen mich ausspielen will und sagt dann so, hey, du hast den Eid geschworen, jetzt kann ich dich darauf festnageln und sowas, ne? Deswegen habe ich das nicht gemacht, weil ich noch nicht 100% ihr vertrauen kann, so. Aber warum denkt Johnny denn das? Aha. Und wie kommst du darauf? Weil die sonst ihre Faust auch dann noch in deinem Arsch haben, nachdem der Auftrag durch ist. Genau. Ich war ja mal ein Konzernsoldat. Hab mich regelrecht in die Uniform gestürzt. Die waren so geil auf ihren verfickten Eid. Sprechen Sie mir nach, bla bla bla. Aber was ich damals geschworen habe, keine Ahnung. Willst du wirklich darüber reden? Eins muss man dir lassen, Vi. Du bist schlauer als ich damals. Weil er hat den Eid geschworen. Ja, das wollte ich auch wirklich nicht machen. Verpflichtest du dich das dann nachher irgendwie... Oder sie kann irgendwas von dir verlangen. Und wenn du es nicht machst, Eidbruch. Und dann kann sie dich festnehmen lassen oder sowas. Ganz dumme Idee. Deswegen lieber vorsichtig sein. Ausdauerbooster kann man noch mitnehmen. Es ist heller geworden. Es ist dieser Rauch da. Ja? Dogtown hat einen neuen Papst. Oder Space Force 2 ist abgestürzt. Ich bin zwar neugierig, aber wir haben uns um einen Anruf zu kümmern. Ja. Der rote Rauch? Gehört der auch zum Oh, shit! Schon wieder das blöde Relikt, ey. Beruhig dich, wie? Ich dachte, der rote Rauch, ob der auch zur Absturzstelle gehört? Weil der rot ist halt. Begib dich zum Kapitän Caliente. Ja. Wird aber gucken, dass die Sicht sich wieder ein bisschen normalisiert. Okay, wer schreibt mir hier? Carrie, was will er denn? Hey, wie läuft's bei dir? Gehören dir die Straßen von Night City schon? Na, ich bin gerade in Dogtown. Könnte man so sagen, bei mir ist einiges passiert, sogar ohne dich. Eigentlich will ich bloß überleben. Sagen wir mal, die Stadt... Und ich sind quitt, ja. Ich habe die Stadt ja auch später am Ende des Spiels auch verlassen mit Panama und sowas. Das hier spielt ja wieder davor. Wie bitte? Wie es mir geht? Oh, wie schön, dass du fragst. Arbeite an ein paar geilen Songs oder ich versuch's zumindest. Drück mir die Daumen. Tja, dann viel Spaß. Hier. El Capitan Reyes. Nee, das ist wieder Fahrzeug zu verkaufen. Nee, danke, ey. Immer diese Dinger. Danke, wie? Von Blue Moon? Danke nochmal, wie? Im Ernst, du hast keine Ahnung, was für ein gutes Gefühl das ist, aus dem Haus zu gehen und nicht mehr ständig verfolgt zu fühlen. Ah, das war die Quest mit dem Stalker. Das ist ja schon voll lange her. Das hört man gerne.
Die hatte Stalker-Probleme, ja. Du hast echt was gut bei mir. Wenn du mal in Tokio bist, sag Bescheid. Ich zeig dir alle Nova-Clubs der Stadt. Danke für das Angebot. Angebot vielleicht irgendwann, ja. Klingt doch gut. Tokio hätte ich auch Bock. Wann immer du willst. Wenn mich jetzt einer dumm anmacht, anmachen will. Okay, bis dann. Jetzt Geschenke bestellen, das ist auch schon wieder Werbung, oder? Blumenstrauß. Warte mal, ist das denn Geschenke für Judy? Also später. Na, jetzt ist Judy wieder da, oder? Beschäftigt. Ja, im Moment kann ich echt nicht. Soll ich vorbeikommen? Ich bin gerade in Dogtown. Machen wir später. Ah, wieder ein Rennen. Sind das neu? Verbranntes Gingery. Das lese ich mir später mal durch. Ich glaube, das ist eine neue Quest für neue Rennen. Vielleicht auch Rennen in Dogtown. Mr. Hands? Dogtown. Wie schön. Seite an Seite mit meiner Lieblingssöldnerin diesseits der Sierra Nevada. Okay. Hatten wir nicht nur einen Auftrag zusammen? Lass uns nicht die turbulente Geschichte von Haitianern, Netrunnern und Animals vergessen. Ohne mich hättest du die VDBs nicht kennengelernt. Ich bin der Quell deiner Abenteuer, auch in Dogtown. Wir treffen uns also endlich mal persönlich? Dazu sage ich weder ja noch nein. Statt einer Antwort gebe ich dir lieber Arbeit. Hoffe, du nimmst an. Eins noch. Ich weiß nicht, wie du über die Grenze nach Dogtown gekommen bist, aber ich vermute nicht durchs Haupttor. Nee. Ist aber auch nebensächlich. Zukünftig kommst du jedenfalls problemlos rein und raus. Ah. Name und Gesicht sind jetzt im System. Danke. Ab sofort kommst du ungehindert über die Bezirksgrenze. Ich melde mich wieder. Sieht aber schon noch gar nicht schlecht aus. Alles zerstört und so. Halt kein Vergleich zu anderen Night City Vierteln. Flohmarkt da vorne eben noch gesehen. Aber ich kann jetzt auch jederzeit rein und raus. Das ist gut, weil dann können wir uns wirklich mal mit Judy im neuen Apartment treffen. Ein bisschen schönen Abend verbringen. Was unternehmen. Keine Ahnung. Krass. Okay, was hat er noch geschrieben, Mr. Hans? Weitere Nachrichten? Wegen Autos. Nein, danke. Denkt ihr dann alles, oder? Wie in Europa sieht das aus wie in Dogtown? Klingt ja toll, danke. Echt jetzt? Europa ist so runtergekommen wie hier? Fahr vorsichtig, danke schön. Fahrzeug gekauft? Was? Aber. War ein Geschenk, oder? Was ist das denn da hier? Achso, ah, guck mal, das ist dieses Gebäude, was wir als Modell gesehen haben im Minitech unten in dem Dings. Das ist dieses Gebäude da. Als Modell haben wir das ja gesehen. Okay. Fette Einheiten. Schau mal auf die Karte. Hier gibt es ja auch noch andere Sachen zu holen. Guck mal, hier wäre so ein Relikt-Fähigkeitspunkt für die Dingsfähigkeit. Hier ist eine Tarotkarte. Hier ist auch noch eine Nebenquest. Nebenmission. Ich glaube, da gehe ich zuerst hin, weil ist auch näher dran als die Hauptgeschichte. Mr. Hands haben wir hier. 1 von 10 Aufträgen, die ich dann machen kann. Oder Fahrzeuge. Keine Ahnung. Aufträge, ja. Einen Auftrag habe ich von dem fertig. Interessant. Ja, die Skillpunkte muss ich mir auf jeden Fall auch alle holen. Ich habe da noch einen über jetzt, ne? Oder wie viel habe ich? 0? Ah, vorhin stand nicht die Nachricht, dass ich einen bekommen habe, sondern dass einer entdeckt wurde. Das war dann wahrscheinlich der, den ich auf der Karte gerade sehe. Ich habe einen Stromschlag bekommen. Aber der Job ist erledigt. Stromschlag? Kaputte Werbetafeln. Oh, Vorsicht. Ich stehe mitten auf der Straße. Schauen wir uns mal an, was es hier in Dogtown für Nebenaufgaben gibt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, dann fick dich doch, Doc Paradox. Doc Paradox.
Coole Tattoos. Darf ich hier rein? Weil hier Wachen stehen? Ja, doch. Eine Arztstation? Ja, zumindest angebracht. Hier ist die Quest. Hey, du da! Komm mal her! Deswegen bin ich da. Um was geht's? Sprichst du mit mir? Neue Mission. Balls to the Wall. Okay. Sprichst du mit mir? Schiel ich? Klar mit dir. Komm, wir haben hier ein Problem. Hier kippt ein Wodka. Hansen reißt mir eh die Cojones ab. Also ist eh schon egal. Ich bin Paco. Das ist Babs. Wie? Hey, Babs. Na gut, wie? Trinken wir auf die Scheiße. Und hoffen wir, dass wir sie irgendwie runterspülen können. Setz dich zu Paco und Babs. Okay. Setzen und trinken. Was für eine Scheiße. Ihr habt aber nichts reingepackt in den Drink, oder? Du bist jetzt in Dogtown. Ich weiß. Kein MCP. Für Bullen gibt's hier nur Kuh in den Kopf. Regel Nummer 2. Kein Konzern. Was ist das für eine Scheiße, von der du da laberst? Klingt ja echt nach was Ernstem. Hör mal, Babs meint, ich bin richtig gefickt, aber naja, es geht immer noch härter, oder? Was denkst du? Das wäre alles. Es ist nicht immer alles schwarz oder weiß. Das stimmt allerdings auch. Hab selbst schon viel Scheiße hinter mir. Ich hab selbst schon einigen Scheiß durchgemacht, Schum. Hab ich dir nicht gesagt, Babs? Fucking Nova. Das kann ja alles bedeuten. Na und? Sie weiß, wovon sie redet. Nur das zählt. Ja? Dann erzähl ich dir mal alles. Dann erzähl mal. Was soll's? Jetzt erzähl schon. Aber... Paco, brüll nicht so. Du weißt ja, die Wände haben Ohren. Verstehst du? Gerade wo eine Drohne vorbeifliegt. Oh, warte. Ja, ja. Machen wir das richtig. So mit echten Gefühlen. Hier, nimm Zug Deep Dive. Fühlt sich an, als wärst du live mit dabei. Nee, lass mal. War ein großer Tag. Mein Ticket in die Oberliga. Verstehst du? Hier. Nimm einen tiefen Zug und hör zu. Deep Dive nehmen. Her damit, mit dem Zeug und der Story. Nee, ich nehme das nicht. Konzerner-Antwort habe ich hier zur Verfügung. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Zeug ist. Was ist das? Eine gestreckte Militech-Droge? Den Inhalator kenne ich. Das wird ein Hammer-Trip. Wieso kennst du dich denn so gut aus? Wir mussten das beim Training nehmen. Hammergeil. Beim Training? Okay. Ich kenne eine ähnliche Geschichte, ähnlicher Anfang, schlechtes Ende, hab einen Freund verloren. Ich kenne auch so eine Story. Gleicher Anfang. Aber nicht viel später war mein bester Freund tot. Ach, fuck. Ich überlebe meine Story. Versprochen. Ist das das Zeug, was sie sich am Anfang in der Bar reingeballert hat, als sie noch bei Arasaka gerade gearbeitet hatte, dann danach in der Bar, am Anfang des Spiels? Ich nehme es jetzt aber nicht. Soll ich jetzt loslegen? Ah, ich kann nur aufstehen und ihnen sagen, dass er es behalten. Hallo, oder Doktor. Es nehmen. Hier spricht Kurt Hansen. Kann ich die Quest auch nehmen, wenn ich das nicht nehme? Der ohne Registrierung in Dogtown aufgekreuzt ist, wurde das Kopfgeld verdoppelt. Straßenstamps? Nee, lass mal. Ist die Story ohne so schlecht? Komm schon, das bringt dich nicht um. Pacos Gelaber schon, wenn du drauf verzichtest. Mehr Informationen. Ich will das Zeug nicht nehmen müssen. Nimm Dive und Paco. Was? Nimm Deep Dive mit Bike und Paco. Ah, die Quest geht nur, wenn ich das Zeug nehme. Na gut. Na gut, her mit dem Scheiß. Oh, wie? Okay, gib schon her. Bin ganz Ohr. Also, pass auf. Mein erster Tag in Hansen's Armee. Ich warte auf den Boss. Total nervös. Fuck, stell dir einfach vor, du wärst Hansen. Und du bist angepisst. Der super angepisste Kurt Hansen höchstpersönlich. Aha. Oh, okay. Das ist doch interessanter als gedacht. Ich kann mich noch an so eine andere Quest erinnern.
Du wolltest was loswerden, habe ich gehört. Stimmt das? Juri. An eine andere Quest erinnern, wo wie irgendwas genommen hat oder getrunken hat oder so. Und dann sind wir danach irgendwie nackt auf der Straße aufgewacht und hatten nichts mehr dabei. Das war. Man weiß halt nie, wenn man irgendwas nimmt in dem Spiel, was passiert. Okay, Juri. Kannst du das Treffen mit dem Doktor und Scavs arrangieren? Was ist los, Kurt? Du darfst das nicht verkacken, das weißt du, oder? Der Scav-Deal. Schwör mir, dass der ohne Fehler über die Bühne geht. Schwör's mir. Kurt, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Hä? Die wollen uns ficken. Sei darauf vorbereitet, klar? Natürlich. Komm schon. Ich bin doch kein Amateur. Denkst du? Ich finde, die Stimme für Kurt haben sie voll passend ausgewählt. Halt die Synchronstimme, die auch Tom Hardy und so hat. Okay, der Deal mit der Polizeipräsidentin war eigentlich auch was, für Amateure. Okay. Den Deal mit dem Polizeipräsidenten hast du auch wie ein Amateur verkackt. Jetzt weiß das halbe NCPD über unsere Geschäfte Bescheid. Dann Totenstille. Juri und Kurt waren zusammen in der Armee. Haben vor Jahren für Militech gearbeitet. Okay. Aber er vertraut ihn nicht mehr wegen einem fehlgeschlagenen Auftrag. Und ich stehe da und warte. Hab ich ein bisschen eingekackt. Okay. Paco war der Neue in der Truppe. Paps flüstert mir was zu, motiviert mich. Und ich denke, wenn er Juri nicht killt, dann mich. Hat Paco deswegen die blauen Flecke, weil er jetzt hier voll eine in die Schnauze bekommt? Oder ist das eine Art Aufnahmeprüfung? Man muss gegen Kurt kämpfen, oder was? Los, zeig mir, was du drauf hast. Na, schlag zu, los. Was? Zeig mir, was du drauf hast. Schlag zu! Fertig endlich, du Stück Scheiße! Ihn so zu treffen, ich sag's dir, das war echt geil. Hab ihn auch ein paar Mal getroffen. Wie heißt du, Rekrut? Paco Torres. Falsch. Du heißt Köter. Die Spionen jagt uns aus dir machen. Jawohl. Alter, erzähl doch nicht so einen Scheiß. Psst, meine Story. Zu was bist du zu gebrauchen, ha? Ich bin schnell und clever. Dann beweis es mir. Er wusste wirklich, wo er hinhauen muss. Es tut jetzt noch weh. Hält aber gut was aus, ey, Junge. Okay, das war's. Der Welpe taugt was. Ich würde ihn lieber noch mal ran. Oh, das werden wir. Okay. Sprich mit Paco. Komm, nimm Rudel, Kleiner. Quatsch, das hat er nicht gesagt. Du übernimmst den nächsten Konvoi. Kannst dich beweisen. Und ich fühlte mich wie neugeboren Chum. Verstehst du? Blut überall in meinem Gesicht, aber ich war sauglücklich. Und? Kannst du folgen? An alle Bewohner. Okay. Alles easy, die Story ist gut bislang. Naja, das, was ist, wo führt das dann hin? Das war ein toller Tag für dich. Kannst du folgen? Okay. Du wirst also windelweich geprügelt und nennst das einen tollen Tag? Ey, wer Großes leisten will, muss auch mal Prügel hinnehmen. Schwachsinn. Prügel ist Prügel. Wenn sie dir eine Kugel in deinen dummen Schädel jagen, leistest du dann auch noch Großes? Por Dios, halt doch die Schnauze. Du bist nur neidisch, weil du keinen Auftrag von Hansen bekommen hast. Also pass auf, war ein normaler Job. Du weißt schon, Lieferung schützen oder Ware transportieren. Ich habe unseren Konvoi gesichert. Okay. Erzähl mir mal mehr über den Konvoi. Was war das für ein Transport? Was für Scavs.
Das ist meistens Medizin, Wasser, manchmal Generatoren. Mhm. So Zeug für Zivilisten. Klar. Wir kümmern uns eben um unsere Leute. Aber weißt du, manchmal kümmert man sich halt auch um sich selbst. Und als ich mich zu sehr um mich gekümmert habe, shit, dann ging's rund, Schum. Ah, Babs beschwert sich gern. Aber die Gelegenheit war einfach zu gut. Auf zum Ende. Auf zum Atem. Also gib mir ein Zeug von dem Dive. Wir reden nachher. Nee, okay. Jetzt eine zweite Dosis noch reinballern. Hm. Alles klar. Gib mir noch einen Zug vom Dive. Er haut's aber auch rein, okay. Wir fahren also, ja? Ja. Der Boss sitzt neben mir. Plötzlich quietschen Reifen. Und ich denke, Mierda, esto se sale de madre. Vorzeuge. Verstehst du, Manu? Er hat es alles kommen sehen. Darum war er dabei. Er fährt auf der falschen Seite. Komm schon, Motorradfahrer. Der ist weg. Warte, rüber. Jawohl. Der andere ist immer noch hinter uns, weil er nicht in Sicht ist zum Schießen. Los geht's, Welpe. Zeigen wir den Wichsern, wer hier das Sagen hat. Oh, mit Messern? Ist das jetzt, weil ich das gelungen habe, oder hat Kurt auch Messer? Ne, ich krieg das Messer gar nicht wieder. Ne, er ist eher der Nahkämpfer, ne? Das ist unser Typ. Nahkämpfer. Fue perfecto, maravilloso. Cayeron uno detrás de otro. Hey, hör auf, sich zu bewegen. Okay. Was hat er noch für eine Waffen? Nur Messer? Wir werden bezahlt! Okay. Er war wie eine Scheißmaschine, so treffsicher. Okay, er hat nicht so geile Regeneration für das Messer wie ich jetzt. Deswegen kann er das nicht schneller schmeißen. Ich werde gehackt. Zeigt ihn, wie es läuft! Scharfschützen da oben? Es werden immer mehr. Oh oh. Bien, bravo. Der hier, der sich hier noch versteckt. Denkst du, ich sehe dich nicht? Und der so. Bam, bam, bam. Knallt alle weg! Was war der denn da? Fliegt der? Wir haben sie alle abgeschlachtet. Der metallische Geruch von Blut lag in der Luft. Massakre! Er hat nicht mal einen Doppelsprung. Da röchelt noch einer. Die Sau erzählt uns sicher was Interessantes. Dann schau mal rein, Juri. Aber der Neuling war nicht schlecht. Sprich mit Paco und dem Bugge-Soldaten. Du bist nicht schlecht im Killen von Scavs. Hast überlebt, nicht schlecht fürs erste Mal auf Mission. Nicht schlecht. Du lebst noch. Gute Arbeit. Aus dir machen wir schon noch einen waschechten Soldaten. Muss dich nur unverzichtbar machen für uns. Damit kommst du nicht durch. Alles klar. Die Waren gehen auf der Stelle wieder zurück ins Sapphire. Und du, bleib wachsam, Welpe. Juri und ich befragen die Scav-Ratte. Okay.
Achtung, an alle Bewohner. Kurt Hansen hier. Hör gut zu, wie. Jetzt kommt nämlich der Teil, den der Vollpfosten hier so verkackt hat. Also, gut zuhören. Bevor wir losfahren, gibt Juri mir eine Liste. Da stehen keine Generatoren drauf. Ich gucke in den Truck und was ist da? Generatoren. Genau, Juri hat wahrscheinlich ein paar zur Seite geschafft, die er dann nach dem Scav-Überfall verticken wollte. Und aha, der Trottel meint, er kann sie sich selbst schnappen und verkaufen. Die fragen sich, ob er in Ordnung ist, und er raubt sie direkt aus. Nur Idioten ergreifen keine Chancen, Babs. Naja, stand doch sowieso schon bei Kurt unter Verdacht, der Juri, weil er schon mal einen Auftrag versaut hat. Und dann macht er nochmal sowas mit den Generatoren? Erde an wie? Und was hast du dann mit den Dingern gemacht? Scheiße. Hab sie dem Typen verkauft, der sie nach Indien schicken wollte. Die sind bestimmt schon unterwegs. Sag Adios zu denen. Die werden ihn umbringen, oder? Und mich gleich mit. Fuck. Ich kann doch sehen, dass du nachdenkst. Hilfst du uns, Schwester? Na? Okay. Ich bin nicht die Wohlfahrt. Meine Ideen kosten euch was. Das stimmt auf jeden Fall. Habt ihr ein paar Ideen? Nee, ich will Geld. Klar helfe ich euch. Aber nicht für umsonst. Ja, ja. Wir haben Eddies, Chum. Hab vielleicht eine Idee. Hab ich? Ihr müsst Juri die Arschkarte zuschieben. Das stimmt. Jetzt hilft mir noch eins. Haut ab. Naja, vielleicht treibe ich ein paar Schulden ein. Die bleibt zu hart, wie? Nee, wenn Juri die Schuld bekommt, sind die fein raus. Und er steht ja sowieso schon unter Verdacht. Könnte vielleicht einfacher sein als gedacht. Okay, wir schieben Juri die Arschkarte zu. Der steht eh schon auf Kurts Abschussliste. Gut, aber können wir das vielleicht woanders besprechen? Am besten hier in der Nähe, im Untergrund. Wie wär's morgen Abend? Morgen? Hab ich noch nichts vor. Gut. Ich schick dir meine Kontaktdaten. Danke. Du weißt schon, nur für den Fall. Achtung an alle Bewohner. Kurt Hansen hier. Feindliche Agenten haben Dogtown infiltriert. In unserer Mitte befinden sich... Die ganze Zeit diese Ansage von Kurt immer hier in der ganzen Stadt ist voll nervig. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, meldet es. Was haben wir denn da hinten für ein rotes Gebäude? Voll schick. Okay. Triff dich morgen Abend mit Paco Berbs an der Unterführung. Morgen Abend. Na, ich gehe da trotzdem mal hin. Vielleicht gibt es da einen Ort, wo ich dann irgendwie warten kann oder sowas. Schauen wir mal. Will ich auf jeden Fall weitermachen, die Quest. Okay, sind wir wieder ein bisschen angekommen hier in Dogtown. Die erste Nebenaufgabe mitgenommen. Mal gucken, ob ich die machen kann. Vielleicht hier ist ja auch eine Schnellreise. Kann man an der Schnellreise, konnte man da nicht auch die Zeit verstreichen lassen oder so? Ja, ne? Zeit verstreichen lassen ging doch auch. Oder ich muss schlafen gehen, aber das geht ja nur in einem Bett. Hauptgeschichte dann da. Mal gucken, wann hier noch die nächsten Nebenaufgaben auftauchen. Das ist eine Schlägerei-Mission. Die fand ich nicht so spannend. Okay. Ich dachte schon, es passiert was Schlimmeres, als wir die Drogen genommen haben, aber ging noch. Leute, vielen Dank fürs Einschalten in der heutigen 6. Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen hoch da und dann bis zur nächsten Folge von Cyberpunk hier in Phantom Liberty. Ciao, ciao.